wunderschönen Newton. Ich bin Philipp von Foto Meier und heute für euch der Tourist am Kudamm. Und für diesen Zweck hat Sony uns das neue 20-70 Blende 4G geschickt. Das neue Standard-Zoom nur weitergedacht. Versteht ihr? Wenn ihr wissen wollt, was es hat und kann, dann bleibt dran. Ihr erfahrt es in diesem Video. Am ehesten kann man es noch vergleichen mit dem 24-70 Blende 4 Zeiss. Nur hat man hier jetzt 20 mm Weitwinkel. Dadurch kriege ich noch mehr drauf. Und die Videofilmer haben bei Kameras, die bei 4K 60p einen Crop haben, einen Vorteil, dann geht nicht ganz so viel Weitwinkel verloren. Außerdem ist es knackscharf bis zum Rand. Und das probieren wir jetzt mal aus. Möglich ist diese Schärfe durch 16 Linsen in 13 Gruppen. Da sind ED-Linsen dabei, da sind asphärische Linsen dabei. Wenn ihr genaueres wissen wollt, blenden wir das hier mal ein. Außerdem hat es die XD-Linearmotoren, die wir schon von den G-Master-Objektiven kennen. Die sind zuständig für leises, präzises und schnelles Scharfstellen. Außerdem haben wir eine Naheinstellgrenze von gerade einmal 25 cm. Das heißt, es ist fast ein Makroobjektiv. Das probieren wir mal aus. So, jetzt mache ich mal die Blende zu. Eine kürzere Belichtungszeit. Und dann versuchen wir das nochmal. Meine Fresse, ist das scharf. Für die Videofilmer unter euch hat es auch wieder einen deklickbaren Blendenring. Außerdem ist der Fokusmotor auch für Video super geeignet. Zum Thema Focus Breathing stand nicht wirklich was in den technischen Daten. Deswegen probieren wir das jetzt einfach mal aus. Natürlich hat es auch wieder das wetterfeste Magnesiumgehäuse, das gerade einmal 488 Gramm wiegt und 99 mm lang ist. Mein Fazit ist, das 20-70 mm Blende 4G ist das perfekte neue Standard-Zoom. Es eignet sich hervorragend für Street-Fotografie, für Reisefotografie, aber auch als Makro macht es eine ganz gute Figur. Wenn ihr es bestellen wollt, könnt ihr das tun auf www.fotomeier.de. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, haut es in die Kommentare. Oder besucht uns doch einfach im Geschäft am Viktoria-Luise-Platz in Berlin-Schöneberg. Wie immer würden wir uns sehr freuen, wenn ihr noch ein Like und ein Abo dalasst. Tschüss und bis zum nächsten Video.